So, da habe ich jetzt wieder hingespielt bis zum Commander Keen zu der einen Stelle hier. Und dann gleich mal gucken. Wir haben jetzt hier, da gucke. Die blaue Karte haben wir. Guck mal, warum ist die jetzt komisch hinterlegt? Na gut, die Grafiken von damals wollen wir jetzt erstmal nicht in Frage stellen. Links sind noch ein paar Burger. Die blaue Karte hatten wir nur für die eine Tür da unten. Was ist denn eigentlich, wenn ich hier hingehe? Beziehungsweise, was macht denn der Ball überhaupt? Der schubst uns weg. Interessant, ja? Egal, ich hol mir die Bashis. Also gefährlich scheint ja der Ball nicht zu sein. Der da unten dreht gerade frei. Das heißt, da können wir wahrscheinlich nicht lang. Sag mal Leben. 5 Leben haben wir. Wir haben fast wieder nächstes. Die Bären bringen richtig viel Stoff. Ja, jetzt brauchen wir noch 7.400. Ah, hier, das Ankh. Brauche ich das jetzt schon? Ich gucke mich mal ein bisschen um. Da kann ich auch noch runter. Da ist ein Wolf. Komm her. Mein Buddy. Komm her, Buddy. Da war er. Gegenüber. Da unten ist eine rote Karte. Ich denke, ich brauche ich das Ankh überhaupt? Was, wenn ich hier hingehe? Die blaue Karte ist eigentlich für nichts gut, außer dass ich da vielleicht drüber hinwegkommen, aber das komme ich ja auch so. Machst du trotzdem erstmal auf. Wer weiß warum und wofür. Vielleicht ist es auch eine Ablenkung. Vielleicht muss ich ja dahin. Ich meine, da unten ist ja eine rote. Und ein Wölflein. Aber das ist ja gerade weggegangen. Okay, wunderbar. Jetzt kann ich, kommt mal an den Bären daran? Nee. Ganz vorsichtig. Kann ja sein, dass einer kommt, richtig? Genau deswegen. Ach, hier ist noch einer. Ey! Böser Ball. Böser, böser Ball. Und da ist eine grüne Karte. Grün und rot haben wir. Die blau da oben brauchten wir anscheinend gar nicht. Ist voll Unsinn gewesen. Ah, jetzt da wäre er weg. Wollte mich jetzt nicht in eine brenzliche Lage begeben. Spring mal weg, Ball. Okay, hat geklappt. Jetzt mache ich die auf, dann kann ich die erstmal beseitigen. Alle Karten sind weg und wir sind fast unten. So, bitte weg, Wolf. Nein, weg da. Weg, weg, weg. Lauf mal ganz weit nach links. So ist gut. Jetzt hüpfe ich da schnell runter. Und beseitige ihn. Yay, da ist der Ausgang. Juhu. Ja, die blaue Karte und blaue Tür, die war wirklich vollkommen sinnlos. Und jetzt zur Abwechslung, ich gehe mal rüber. Ich will dieses Dorf da rechts machen. Ich hoffe, da finde ich jetzt so einfach hin. Oha. Schrecklich, wo bin ich denn jetzt? Ah, genau. Hab gerade wirklich nur ausprobiert, ob ich da irgendwie hinkomme. Und das machen wir auch direkt. Ich meine, es sind gerade mal 3 Minuten gewesen in meinem angefangenen Level. Was war denn das? Hat die Mutter gerade welche abgeschossen da oben? Sich so angehört. Als hätte jemand geschossen. Natürlich vorsichtig hoch, ne? Ganz, ganz wichtig. Ach so, da ist ja gar nichts. Dann ist es ja uninteressant. Nein! Ach so, ist ja nur so einer. So ein kleines Wonnepröpfchen. Mit der vielleicht irgendwie hoch oder so? Ich meine, auf der einen Seite habe ich ja jetzt gesehen, dass man da runterspringen kann. Beziehungsweise die Spur der Schokoriegel zeigt, dass man da runterspringen kann. Genau die hier oben. Ja, da verschieße ich mich. Obwohl, wenn er nächstes Mal kommt, ist er weg. Oh, gut. Außer ich springe drüber. Dann brauche ich auch gar nicht schießen. Komme ich da rauf? Nee, das ist Baum. Ich kann nur auf Äste springen, ganz, ganz klar. Dann gucke ich mal, was es da oben gab. Von Kien kann auf Wolken springen. Weiter geht's gar nicht. Und zack. Genial. Eigentlich könnt ihr jetzt unten lang, aber wenn es schon Wolken gibt, warum nicht drüber lang laufen? So, erstmal hier rauf. Okay, da ist nicht viel. Jetzt gehe ich trotzdem nochmal hier gucken, was es da vielleicht gibt. Ey. Und ich könnte mir fast sicher sein, wenn ich ins Wasser springe, bin ich auch. Kann ich das Zeitliche segnen? Die Schüler würde ich auch so gerne lesen, aber ich habe ja hier halt nur so wenig Tasten.
in dem Spiel. Ach, guck mal hier, den kriege ich weg. Wenn ich so mache, ist er weg. Ach du Schande. Wo muss ich denn hier hin? Wer wohnt denn in so einer Villa? Rechts könnte es auch lang gehen. Ich hole mir natürlich erst die Munition. Ganz klar. Oh, jetzt wird es ein Labyrinth langsam. Hier ist noch ein Wolf. Da komme ich oben raus. Das ist gut. Da ist die Mutter. Eine Karte habe ich noch nirgendwo gesehen. Um vielleicht irgendwelche Türen zu kommen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich im Wasser sterbe. Deswegen erstmal grob rüberspringen. Weil dieses Wasser sieht so tief aus. Der Wolf ist weg. Hier sind ein paar Fahrstühle. Brauche ich aber, glaube ich, nicht. Oh, 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 oh. Achso, die kann gar nicht erschießen, oder denn? Vor allem noch einer. Nicht schießen, bloß nicht. Geh bloß weg. Alter Falter. Ist ja gefährlich hier. Ach, das ist der Ausgang. Ach, nur denn. Zeig mal, wie viel Leben. 6 Leben, locker. Tschüss. Cool. Läuft ja wie Butter. Und dann, zeig mal hier, ich geh mal in den da oben. Komm ich hier raus, dann ganz toll. Darf ich mir erstmal den Weg zurück wieder suchen. Zack. Vor allem, man hat hier auch nicht wirklich das, was man was sammeln muss. Man hat nur haufenweise Orte. Wahrscheinlich müssen wir einfach alles ausrotten hier. Wenn ich dadurch gehe. Ah, hier haben wir noch einen einzelnen Ort. Hier. Oh, hier wohnt der König. Da hinten in dem Turm, nehme ich mal an. Und hier ist die Prunkbaute. Die Prunkbaute von ihm. Hier ist noch eine Festung. Die ist wahrscheinlich schwer. Deswegen gehe ich erstmal hier rein. Okay, Munition. Hä? Ach nein! Ich hab's fast gewusst. Wenn ich die Pistole nicht sammeln kann, dann ist sie gefährlich. Schieß mal. So schnell weg. Ach! Das kann er durchschießen. Ach du Schreck. Was ist denn das für ein Level? Da müssen wir rüber. Möglichst gut stehen, dass wenn er unten schießt, wir rüberspringen können. Okay, wenn er geschossen hat. Jetzt. Ach. Und nochmal, weil es so lustig ist. Puh. Ein Zwischenstopp vor dem Sprung übers Giftfass wäre auch ganz gut. Und Feuer. Hier ist ein Zwischenstopp. Und dann rüber. Nein! Ach nee! Ich hab da gedrückt. Anderes Level. Als das vielleicht etwas besser läuft. Weil ich will ja nicht jetzt meine ganzen Leben verhunzen. Gehen die Wolken hier? Die sehen so aus, als wenn... Nö. Okay. Hier können wir runterfallen. Hier können wir hoch. Okay, Geheimweg oder so hinterm Wasserfall. Sowas gibt's hier nicht. Aber da ist eine Karte. Hm. Na gut, rein da. Bleib mal links. Ah, cool. Das hätte ich... Wäre auf einer Rakete gelandet. Wäre bestimmt nicht so prickelnd. Ach du Schreck, ach du Schreck. Da schießt eine Kanone da oben. Okay. Im Wasser kann man anscheinend laufen. Tut der Wolf ja auch, ohne zu sterben. Und schieße? So wunderbar. Ach nein. Hä, dann müssen wir rechts hochspringen, wieder zurück, oder was? Was das für Level jetzt sind? Ich verliere mein ganzes Leben. Gelbe Karte brauchen wir da. Sehr interessant. Hier müssen wir dann wie hoch? Achso, Fahrstuhl, okay. Probier's noch einmal. Ich meine, wir müssen ja irgendwie rankommen. Na, schieß mal. Okay, ich warte noch einen ab. So, jetzt spring mal hoch. Gut. Wenn ich da hochspringe, ich komme noch nicht wieder zurück. Ach, ich kann bis oben rein, okay. Hm. Spring nach oben, muss wieder zurück, ja? Das kann doch gar nicht gehen. Das ist voll die Falle.
pass auf, das wird wie vorhin sein. Ich brauche die gar nicht, um weiterzukommen. So wie die blaue in dem einen Level zuvor. Wird einfach nicht notwendig sein. Ich sehe es. Komm. Die kommen erstmal sowieso weg. Na, guck ich mal, wie es hier vorne aussieht, weil ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ich muss hier einen Trick geben. Man kann was sammeln ohne... Komm, kommt hier ein Fahrstuhl oder so? Ja, okay. Hätte mir ja sonst auch gefragt, was hier abgeht. Ach, nee, hä? Ach so, guck. Was war denn das jetzt? Die Tür lässt uns durch, obwohl wir keine gelbe Karte haben? Eieiei. Aber einen dritten Platz steht da. Third place. Sehr interessant. So, dann gucke ich mal währenddessen, ob ich nochmal alles neu spielen muss oder ob ich Speicherpunkte habe. Und bis dahin, auf Wiedersehen und vielen Dank fürs Zuschauen bei der Invasion der Vorticons bei Commander Keen Episode 3, Keen Must Die. Tschüss.